Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Raft. So, da sind wir wieder. Wie sieht's hier aus? Was hat Vergangenheits-Ryan uns hinterlassen? Was zu essen? Vom Hai. Nice. Wollen wir gleich mal ausprobieren. Ah, ich muss hier unbedingt diese Netze weiter ausbauen. Ein paar davon. Oh, ich habe das Gefühl, ich schwebe schon wieder im Wasser so ein bisschen. Und ich glaube, dann kommt der Hai. Da habe ich keinen Bock drauf. So, dann probieren wir mal das köstliche Haifleisch hier. Köstliches Haifleisch. Das muss weg. Oh, das gibst du mir, wenn es schon vorbei schwimmt. Dreist. Okay, Metall haben wir wieder richtig viel. Palmwedel haben wir auch richtig viel. Samen. Ah, okay. Muss ich erstmal alles verkraften. Dann machen wir gleich drei hier draus. Läuft bei uns. Aber das wollten wir erstmal essen. Mal gucken, wie es läuft. Also ich fand bis jetzt ist Raft echt super bei euch angekommen. Freut mich total, macht mir auch super viel Spaß, das Game. Schauen wir einfach mal, was es hier noch alles zu bauen gibt und was wir hier noch rausholen können. Bis Computer sagt, nein, sie haben zu viel gebaut, wir müssen explodieren oder so. Ist ja noch ein Early Access-Titel. Ein Early Access-Titel. So, bauen wir mal hier eine hin. Ich würde sagen, hier so alle. Ja, gut, hier. Drüben fängt er dann gut. Und hier drüben kann er schon mal was auffangen. Nice. Sehr schön. Dann wieder rausnehmen. Aufpassen, dass der Hai uns nicht frisst. Neue Seile craften. Ich könnte hier noch so eine Kochstation machen. Ja, die mache ich auf jeden Fall. Ja, genau. Hier haben wir so die Kochecke. Ja, das glaube, das gefällt mir so. Oh, hier kommen echt viele Seile. Oh, das Metall brauche ich irgendwann schon mal nicht mehr. Ich würde sagen, einen so einen Stack hauen wir jetzt schon mal raus. Denn da kommen so kleine süße Fässchen raus. Ne? Ist ein ganz kleines Fässchen. Ich hätte gerne aber ein ganz großes Fässchen, was hier vorbeischwimmt. Ein ganz großes Fässchen. Und dass der Hai sich endlich mal abmacht. Oh, sie hat Durst. Verdammt, da habe ich gar nicht drauf geachtet. So. Die Ressourcen muss ich aber mitnehmen. Da muss ich drauf achten. Seile haben wir auch genug. So. Schön das Steak gegessen vom Hai. Auch nicht drauf geachtet. Aber da dürfte gute Lebenspunkte gegeben haben. Tu mal einfach. Oh, was machst du denn da schon wieder? Junge, das ist mein Boot, nicht deins. Ist mein Boot, was kaputt geht, nicht deins. Ist das Internet-Meme geworden, oder? Also ich glaube schon. Aber langsam erscheint es mir auch schon als überholt. Weiß ich nicht. Mal schauen, ob das nächstes Jahr auch noch so aktuell ist. Oder ob das in Vergessenheit gerät. So, das Holz brauche ich. Meins, meins, meins. Meins, meins, meins. Alles meins. Dann craften. Bauen wir mal so ein Netz. Mit den Seilen. Haben wir auch dafür. Dann bauen wir noch einen Fänger auf. Denn hier kommt echt ganz gut Zeug. Oder drüben alles vorbeigeschwommen. Naja, gut. Ich würde sagen, ich würde noch eins hier zur Seite. Oh. Diesmal darf ich das wieder ganz machen, was der Hai hier kaputt gemacht hat. Ja, mach mal zwei zur Seite. Und verstärken das hier natürlich noch. Noch Seile machen. Das Gefühl. Ja, gut. Ein paar. Will ich hier noch rausgehen? Ja, will ich. Wenn man einmal dabei ist, was kostet die Welt? Was kostet die Welt? Nehmen wir uns. Wir haben jetzt hier sechs dieser Fangdinger. Man müsste auch mal nachzählen, wie viel Bodenplatten man jetzt hier schon hat. Das ist schon einiges, was dann auf einen zukommt, was man auch immer wieder ein bisschen reparieren muss, wenn der Hai es angreift. Komm noch. Schon richtig ausgewürstet hier. Ja, hier drüben schwimmt jetzt echt super viel, hier drüben gar nichts. Oh. Okay. Dann versuchen wir das Werfen. Ich lasse es sein. Ich stelle mich ja einfach hin und sammle so ein. Alter Hai, mach dich ab.
Okay, das war jetzt ein bisschen risky. Ja, keins gekommen. Mann. Oh. Wenigstens an das gekommen. Mann. Oh. Das ja auch noch mitgenommen. Ja, das war echt nicht schlecht, der Wurf. Kann ich eigentlich von hier oben auch werfen? Oh. Weitwurf! Boom! Nice! Ein großes Fass. Und ich bin schon wieder am Verdursten. Aber ein großes Fass. Ich würde gerne das hier noch mitnehmen. Gib es mir. Gib es mir. So. Ich habe auch noch nicht getrunken, oder? So. Nee, ich habe es noch nicht wieder aufgefüllt. Jetzt. So. Ein bisschen verwirrt. Nein. Alles cool, Ryan. Das Fass. Oh, ist sogar hier reingefallen. Ich würde gerne jetzt hier mal so eine kleine Pflanzstation anbauen. Ich glaube, das wäre ganz cool. Um auf Dauer immer schön Nahrungsmittel zu beschaffen. Oh. Das Gefühl, ich stehe hier dumm. Greift der hier irgendwas an? Wo ist eigentlich der Heiler drüben? Okay. Immer mal im Auge behalten, den Guten. Essen sieht auch schon wieder schlecht aus. Was hat denn Vergangenheits-Ryan gemacht? Dass das hier so aussieht. So. Aber trinken ist wieder voll. Da kann sich jetzt keiner mehr haben. So, und wieder da rein. Und da. Und hier. Und da. Alles rein. So. So viele Seile kann ich gar nicht herstellen. Holz haben wir viel, oder? Metall haben wir auf jeden Fall richtig viel. Das ist schon fast Abfall. So, was essen müssen wir dann? Aber ich wollte hier so eine Pflanzstation bauen. Machen wir jetzt einfach mal. Ist egal. Achso, das wird hier gar nicht gemacht. Das wird hier gemacht. Und zwar würde ich erstmal Kartoffeln gerne anbauen. Wo kommt ihr hin? Ihr kommt in die erste Etage. Oder? Ne, eins dieser. Ja, wenn ich es hier hinbaue, denke ich immer, der Hai greift es an. Siehst du? Ja, ich baue es jetzt trotzdem dahin. Aber bevor der Hai das kaputt gemacht hat. Wo ist mein Speer? Nein, was? Wo ist mein. Oh, wo ist mein Speer? Da, warum ist der hier runtergewechselt? Toll! Danke! Ich bin zu langsam gewesen. Hat er hier irgendwas kaputt gemacht? 100, 100, 100. Naja. Okay. Richtig doof gelaufen. Lass mal was essen. Ich darf hier auf keinen Fall hier unten den Speer durchwechseln. Okay, das ist zum Kochen da. Ist jetzt das Gekochte? Keine Ahnung. Ich esse erstmal das, denn das hat man noch übrig, bevor es schlecht wird. So. Boah. Und die Herzen sind wieder voll. Na dann ist doch alles cool. So, Kartoffeln. Kartoffeln, Kartoffeln. Gepflanzt. Ja. Sehr schön. Jetzt müssen wir das, was er kaputt gemacht hat, ersetzen. Kann man sein machen? Ja, dann können wir es sogar nicht nur ersetzen, sondern noch eins mehr hinmachen. Hey, das hast du nun davon. Jetzt komme ich an noch mehr Ressourcen. Du. So. Und so. Ja, vielleicht. Naja, gut, hier vorne die Front ist jetzt zu. Da muss ich mich jetzt nicht mehr so drum bemühen. Kann ich hier auch Kartoffeln backen? Oh ja. Cool. Die Pflanzen. Ja, die wachsen jetzt auf jeden Fall. Da wächst schon was, wie man sieht. Das wird was. Hier oben. Ich würde gern so eine Palmstation hier oben aufbauen. Brauche ich dafür 4 Seile? Ey, wow. 4 Seile. Und ich habe das Gefühl, es kommt gerade echt gar nichts vorbei. Ist das normal? So wenig vorbeikommt? Kann ich den Kartoffeln beim Wachsen zusehen? Leute, ist das normal? Okay, die sind noch nicht fertig. Die Kartoffeln sind fertig. Sehen ganz gut aus.
Baked Potatoes. Aber ich bin voll. Und das Meer ist leer. Was denn mit dem Meer? Leute, schmeißt mal Sachen ins Meer. Wie soll ich hier überleben? Okay, ist das normal? Da drüben kommt ein bisschen was. Ah, ist ja nicht normal, oder? Also, hier kam das meiste. Dann gehe ich hier noch ein kleines Stück rüber. Ich würde hier gerne noch einmal ausbauen. Ja, aber hier kommen jetzt wieder Sachen. Was ist denn los? Dann werden auch alle aufgefangen eigentlich. Sind ja jetzt... Oh ja! Oh. Und wieder einpflanzen und nehmen. An Kartoffeln dürfte es mir jetzt eigentlich nicht fehlen. Kann ich auch schon mal ein paar vorkochen. Metall habe ich, Digga. Ja. Aber irgendwie... Frisst du das? Frisst du meine Ressourcen? Kannst doch nicht meine Ressourcen fressen, Junge. So, nehmen wir erstmal die Potatoes. Ach ja, hat er gleich gewechselt instant. Sehr gut. Ah, nehmen wir nochmal das Trinken. Geben wir es ihm richtig oder ihr. So. Obwohl sich das so falsch anhört, wenn man das mit ihr sagt. Egal. Weiter geht's. Der Hai lässt uns in Ruhe. Die Base wächst. Wir haben auch schon einen Pflanzkasten. Ich will da oben auch noch einen bauen, aber ich kann nichts dafür, dass hier nichts kommt. Ich habe den Schwierigkeitsgrad nicht umgestellt. Spawner ist kaputt. Die Menschen sind kaputt. Die schmeißen nicht genug Zeug ins Wasser. Wo ist mein Zeug? Mein Anteil. Oh, hier. Schon wieder fertig. Und? Draufgetan. Holz. Ein Hai. Ey, was ist denn los? Da, ich sehe es ganz genau, dass er Bock hatte. Komm noch! Hör auf damit! Toll, jetzt darf ich das reparieren. Kann man das damit reparieren? Hey, geh auf Repairing. Ja. Es geht auf jeden Fall ein Holz verloren. Da nicht? Da nicht? Ah, okay, man kann nur draufschlagen, wenn es auch wirklich geht. Gut. Hat er da schon mal angegriffen? Okay, dann nehmen wir das. Wird das am Ende schwerer, das Game? Wenn man so und so viel Strukturen hat? Keine Ahnung. Erzählt es mir, schreibt es mir. Wisst ihr, warum hier so wenig Zeug ankommt? Es kam noch viel mehr Zeug an. Oder weil ich jetzt so viel Zeug habe. Aber ohne Seile kann ich jetzt gar keine Palmstation bauen. Und ich wollte eine Palmstation bauen. Ich wollte auch ein paar Palmen. Ein bisschen Grünzeug. Da, Metall. Was ist denn los? Verstehe das nicht. Okay. Das Spiel ist auch nur fordernd, wenn hier überfordernd viele Ressourcen an einem vorbeischwimmen, die man alle haben will. Ich will sie haben. Gib sie mir. Aber ich krieg sie irgendwie nicht. Beschleunigen wir das mal. Vielleicht habe ich auch für das Spiel lang genug... Oh, das war wieder ein Volltreffer. Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. vielleicht ist das Spiel nicht gewöhnt, dass man hier den Haken nicht reinwirft. Aber nein, das ist es auch nicht. Da kommt eine Ressource. Bin ich jetzt weg von den Ressourcen, oder? Habe ich hier was kaputt gemacht? Okay. Ich würde sagen, wir schauen einfach beim nächsten Mal. Das bringt ja nichts. Ich will hier einen Pflanzkasten bauen. Aber ohne Seile kann ich keinen Pflanzkasten bauen. Da laufen wir hier nur rum und warten hier auf ein Stück Holz. Wo das natürlich so schon spannender wäre. Aber egal. Ein Fass. Oder ist jetzt die schmale Zeit, ist viel zu weit weg, vorbei. Kommt jetzt wieder ein bisschen mehr. Ich meine, das Metall dabei nicht. Muss ich dem Wassergott irgendwas opfern? Wer hat denn da ein Fass? Wer hat denn da ein Fass? Und was war drin? Zwei Message. Einmal Metallschrott und eine Potato. Ja, jetzt kann ich mir ein Seil machen.
GG. Na gut, dann bauen wir hier das eine noch. Dann ist egal. So. Egal. Kann ich hier eigentlich. Was kostet denn eigentlich so eine Stange? Ach, Metallschrott bloß. Ich würde gern hier rüber einfach noch ein Stück gehen können. Denn die Decke kostet ja nur Holz. Holz haben wir. Holz kommt auch Neues. Es kommt nur kein Setsch richtig mehr. So. Das hätten wir. So wie ich das zumindest haben wollte. Hey, gib mir das Holz. Okay. Ich würde sagen, beim nächsten Mal bauen wir die Palmstation und den Tower hier aus. Aber ich finde, es sieht schon richtig gut aus. Oh, hier muss ich noch was bauen, sonst falle ich da öfters rein. Wenn da der Hai ist, bin ich tot. Denn das hat schon richtig wehgetan vorhin. Das war richtig knapp. Na gut, dann verabschiede ich mich. Ich starte das Spiel hier nochmal neu, gucke, ob hier neue Ressourcen reinschwimmen. Dann macht's gut, du nicht. Wie du weißt, du nicht. Du machst nicht gut. Oh, jedes Mal bei der Abmauer, Junge. Was ist denn los? Ich will den Leuten Tschüss sagen. Hat Spaß gemacht. Freue mich, dass so gute Resonanzen hier rankommen. Also bei mir ankommen. Dass ihr so, ja, begeistert auch von dem Spiel seid wie ich. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Mit V. Oder ohne. Na gut. Macht's gut. Ciao.